Melanie Möller ist mein Name von Energie. Da spreche ich mit Herrn Mader. Am Telefon. Herr Mader, es gibt ja Ihren Stromliefervertrag für die Straße Altschauer Berg 88a. Ist das noch aktuell bei Ihnen? Von der Anschrift meinen Sie, ja, die ist aktuell. Okay, super, Herr Mader, das ist schön, weil Sie bekommen eine Preissenkung für Ihr Postleitzahlgebiet, deswegen hat man Sie da auch kontaktiert. Ach so. Herr Mader, genau, Herr Mader, Sie werden eine Preissenkung bekommen, ich muss eine Berechnung für Sie erstellen. Da bräuchte ich bitte einmal... Entschuldigung, Junge, können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich bin sehr alt und höre nicht mehr so gut. Oh, es tut mir leid, Entschuldigung, das kommt alles automatisch, gut, weil ich mal jeden Tag das Gleiche sagen muss. Automatisch? Sind Sie ein Roboter? Ist das so ein Sprachprogramm? Weil ich immer das jeden Tag sagen muss, das Gleiche, fast das Gleiche, besser gesagt. Ach so. Also, wir rufen ja die Kunden an, die Preissenkung bekommen, ja? Ja. Sie bekommen jetzt für Strom Ihre Preissenkung, ja? Ja. Und da bräuchte ich bitte einmal die Zählernummer und Ihren Jahresverbrauch. Und da steht ja auf den Abrechnung drauf. Haben Sie vielleicht eine Abrechnung von Ihrem Anbieter? Das habe ich jetzt nicht so auf dem Küchentisch liegen. Von nein, was? Das haben Sie aber bestimmt irgendwo abgeheftet. Ja, ich habe im Arbeitszimmer eine sehr gute Ordnung. Da trage ich Sie eben mal mit hin und setze mich in den Ohrensessel. Das ist gut. Dann wäre jetzt die Frage von was? Bitte? Dann gehen wir ein bisschen zusammen spazieren. Ist schön, habe ich gesagt. Ja, ich war heute schon Tauben vergiften im Park, ne? Oh. Ja. Was haben Sie gemacht? Tauben füttern im Park. Ach so, ich dachte schon, Sie haben das wirklich vergiftet. Ich wollte sagen, was haben Sie gemacht? Was ist vergiftet? Ich habe das so verstanden, Tauben vergiften. Ja, habe ich mich da vielleicht versprochen. Da gibt es ja so ein Lied, das... Lass uns Tauben vergiften im Park. Ich kriege gerade nur den Refrain hin, aber das hört mein Enkelsohn immer, weil er mich aufziehen will, weil ich ja immer die Tauben fütter. Ne? Aber der will ja, was ich koche, nicht mehr essen, ne? Dann muss ich halt die Tauben füttern. Ne? Ach so. Von was für einem Ersparnis reden wir denn überhaupt? Viel Strom, Herr Mader. Ja, das habe ich verstanden. Mir geht's um die Menge. Euro, PC-Tas. Genau, ich muss ja das ausrechnen erstmal und dann bräuchte ich einmal die Jahresverbrauch und die Zählernummer, damit ich das ausrechnen kann hier. Ja, also ein Jahresverbrauch, den kann ich Ihnen aus dem Kopf sagen, da bin ich bei 2.500 gewesen. 2.500. Wie viel bezahlen Sie für 2.500 im Moment? Oh, was waren das? 85 Euro, glaube ich. 85 Euro? Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Dann kommt die Abrechnung auf Ihren Namen, Herr Mader? Ja, ja, natürlich. Es zahlt keiner für mich. Ne? Oh. Das ist schön, okay. So. 85 Euro bezahlen ja. Sie jetzt. Ja, ja. Normalerweise bekommen Sie den Abrechnung von NRG, Aktiengesellschaft? Ja, natürlich. Ne? Ja. Ja. Das ist ja der Grundversorgertarif, da haben Sie ja keine feste Preisgarantie im Moment. Das wird dann sich erhöhen. Oh, nee, da kommt immer mal wieder, da wird's teurer, da nicht mehr, da wird's teurer und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt wird es für 2 Jahre haben Sie dann Ihre Ruhe erstmal, Herr Mader. Was ist in 2 Jahren? Sie haben dann Ihre Ruhe für 2 Jahre, das wird dann nicht erhört, ja? Für 2 Jahre erst. Was wird nicht erhört? Meine Gebete? Ihre Preise für Strom. Die Preise werden nicht erhört? Das habe ich jetzt genau, nicht. Genau, aber ich muss nochmal die Berechnung erstellen für Sie. Da bräuchte ich bitte einmal die Zählernummer nochmal. Ja, das hat ja mit der Berechnung nichts zu tun. Ich möchte ja schon erstmal ein Angebot haben, ne? Wir sind ja kein Anbieter, Herr Mader. Wir sind ja für Strom- und Gasoptimierung bundesweit zuständig. Was sind Sie vom Ministerium? Nein, wir sind für Optimierung zuständig. Ich bin für das Postleitzahlgebiet zuständig. Und ich muss ja erstmal Rechen
also Berechnung machen. Sie haben ja 21 Anbieter, die Ihnen eine festen Preisgarantie zur Verfügung stellen, die jeden Monat weniger bezahlen werden. Das ist gut. Das sucht dann automatisch raus, wenn ich das eintrage hier. Automatisch? 21 Anbieter. Das ist ja toll. Genau, automatisch. Ja, weil der Preis, der ergibt sich ja aus Postleitzahl und Verbrauch. Da hat ja meine Zählernummer nichts mit zu tun. Da können wir drüber reden, wenn Sie was Gutes für mich haben. Genau, ich muss ja auch den E-Mail raussenden an Ihnen, ja? Ja, aber das hat ja auch, jetzt sagen Sie mir doch einfach einen Preis. Das muss ja, da kann ja kein Problem sein, oder? Kleinen Moment, ich frage mal kurz meine Abteilungsleitung nach, wie macht man das? Ich habe das noch nie so gemacht, also normalerweise macht man das nicht so, ja? Nee, also man gibt ja nicht seine Vertragsbestandteile da einfach am Telefon weiter, muss ich ja erstmal wissen, ob sich das lohnt für mich, ne? Zählernummer ist ja, also Ihre... Ja, ist meine Zählernummer. Na doch, ja, auf die Nummer läuft ja der Vertrag. Aber wir haben das einmal gehabt, da haben sich hier im Haus Mietnomaden an meinen Stromzähler drangehangen. Die haben da, ich habe das nicht ganz verstanden, irgendwelche Minen angeschlossen an den Strom und diese elektronischen Geldstücke da generiert. Das war eine mega teure Rechnung hinterher. Die waren aus Kasachstan, dem tollsten Land in der Welt. Haben Sie das schon mal gehört? Offenbar nicht. Sind Sie noch da? Ja, ich kann Sie hören, ich kann Sie erhören, aber ich muss Sie erhören mich? Hing. Ja. Ich kann Sie hören, habe ich gesagt. Ich kann Sie hören. Ja, ja. Ja. Ich habe jetzt nachgefragt, meine Abteilungsleitung. Und die haben gesagt, so können wir schauen. Ich habe jetzt nachgeschaut, also für Sie. Es wird dann 79 Euro. Ja? Ja. Genau, das wird dann 79 Euro monatlich demnächst. Ja, schon gut. Für zwei Jahre, ja? Das wird sich dann nicht erhöhen für zwei Jahre. Erhöhen ist das Wort, das Sie suchen. Wird sich nicht mehr erhöhen, für zwei Jahre erstmal. Na gut, dann nicht. 79 Euro. Ich wollte nur nett sein. Nicht mehr. Okay, ja. Und wann geht das los? Weil ich muss das ja erst kündigen, ne? Da brauchen Sie nichts zu machen. Da geben Sie mir einfach die Zählernummer und dann trage ich das hier so ein. Das ist von Lecker Stromfest für zwei. Also Letta? Für zwei Jahre. Genau, Lecker Energie. Hat das was mit der Margarinenmarke zu tun? Nein, Lecker Energie. Wie schreibt sich das mit Doppel-T, oder? Lecker. L-E-K-K-I-R und dann Energie, ja? Also ich hab Letta fast. Kennen Sie die Margarine? Nein, ja, ich kenne das, aber nicht Letta. Lecker. Hätte ja sein können, weil ich meine, die Deutsche Bar, ist das ein Lebensmittel echt sozusagen? Okay, gut, also für 2500 habe ich das ausgerechnet. Okay, schön. Jetzt brauche ich nochmal die Zählernummer, damit ich das per E-Mail raussenden kann zu Ihnen, dass Sie das auch sehen können erstmal. Ja. Und wie gesagt, da brauchen Sie nichts zu machen. Das macht der Lecker Energie für Sie, den alten Anbieter kündigen, ja? Das hat aber nichts mit dem Schlecker zu tun, ne? Der alten Drogeriemarke, die es da mal gab? Nein, Lecker, wie schmeckt gut. Ach so, das ist aber nicht zum Verzehr geeignet, oder? Also so Niederspannung, also, ist ja diese therapeutische Anwendung, ne, für Strom. Okay. Im Niederfrequenzbereich wird das zum Beispiel, wenn die Ziegen krank sind, kann man das einsetzen. Ich habe eine Ziegenfarm, die gehört mir noch, aber ich bin jetzt im Ruhestand sozusagen. Geht das auch für einen gewerblichen Tarif, was Sie da anbieten? Junge Frau? Hallo? Herr Marder, warum schalten Sie mich denn immer weg? Zählernummer durchgeben? Ich habe gefragt, ob ich das auch für einen Gewerbetarif nutzen kann. Ach so, Gewerbe, nein, Gewerbe können wir nicht machen. Das geht nicht? Das ist für Haushaltsstrom. Ach, schade. Das ist für Haushaltsstrom. Sonst hätte ich das meinem Sohn noch gesagt. Ach so, weil der führt jetzt die Farm fort.
Also, Sie können immer noch den Sohn vielleicht das sagen, aber wie gesagt, das ist aber viel Strom, Haushaltsstrom. Na, dann hilft das ja nichts. Der braucht das ja für die Farm dann. Also, nein, Das das geht geht leider nicht. nicht. Na gut. Dann Also, für wann, Gewerbe weil, gibt es das nicht. wann geht Also, das für denn dann Gewerbe. los? Weil ich muss das andere ja erst noch kündigen, ne? Es Das geht ja müssen nicht Sie von nicht heute. machen. Das macht die Lecker Energie für Sie. Aber Sie haben bestimmt kein, haben Sie keinen Schufa, ja? Zufall? Haben Sie nicht, ja? Was habe ich nicht? Zufall, haben Sie gefragt? Ich habe es nicht ver Schufa. Herr Marder, Ich habe möchten das Sie den nicht Tarif verstanden. haben? Möchten Sie den Tarif bekommen? Dann bitte geben Sie mir die Zählernummer, ja? Ich muss Ja, jetzt raus gleich. das Sie ist haben gleich 0. Feierabend. Ach so, das ist 040. 01? Nein, Weiter? 040 Ja? 2999 Ja? 624 Ja? 3425. 25. Das ist die Zählernummer, steht da? Ja. 040299 9624 3425, richtig? Korrekt. Da steht davor Zählernummer. Ja, Vertragszählernummer. Nein, Vertragszählernummer gibt es nicht. Da steht entweder Zählernummer oder Vertragskontonummer oder Vertragskundennummer. Also oben steht Vertragdetails und dann kommt Zählernummer und darunter ist Zählerstand und das kann ich dann eintragen, wenn die Ablesung stattfindet. Nein, Wann nicht ist den das denn bei Zählerstand. Ihnen immer? Herr Mader, die Zählernummer brauchen wir. So Ja, die eine habe ich Ihnen Zählernummer doch gibt es nicht. gegeben. Wo Zählernummer Ja. steht, da gegenüber. Was steht denn da gegenüber? Ja, das, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe. Oder da drunter? Oder da Darunter drunter? steht Zählerstand zum Eintragen, wenn die dann ablesen kommen. Aber da ist ja Ach noch so. nichts drin, weil ich Ach weiß so, das bei ja noch Zähl nicht. Also bei Zählernummer, Ja, wo ja. diese 040 steht, ist da irgendwo eine Leerstelle oder so? Ne, da, nach der 040 ist ein Schrägstrich. Nach der 040 ist ein Schrägstrich. Ja, ich hätte Okay, jetzt nicht kleinen gedacht, Moment. dass das einen Unterschied macht. Da steht Zählernummer und da gegenüber steht diese Nummer. Nach der 040 Nee, die gibt's einen steht da Strich. drunter. Da ist Doppelpunkt und dann steht das da drunter in großen Lettern. Darunter steht das, unter die Zählernummer. Soll ich Ihnen das als römische Zahlen einmal sagen? Hilft das weiter? Herr Mader, also mit Null, was mit Null anfängt, gibt es keine Zählernummer. Deswegen habe ich nachgefragt, ob das wirklich so ist. Also ob da wirklich die Zählernummer steht und dagegenüber diese Nummer steht Ne, oder darunter diese Nummer steht. davor steht ein X wie Xylophon, aber weil Sie nach der Nummer gefragt haben, habe ich jetzt nicht gedacht, dass das X von Davor der steht ein Relevanz X. für Sie Also ist, ne? so eine Zählernummer gibt es nicht. Auch nicht. Das steht hier aber drunter. Das ist kein Moment mal, bitte. Wie muss das denn aussehen, sodass Sie da was mit anfangen können? Vielleicht muss ich das Bitte? umrechnen vorher. Nein, nein, also wir müssen ja nochmal also hier den Zählernummer eintragen, wie gesagt. Und die Zählernummer fängt nicht mit 0 oder mit X an. Wonach muss ich Kann nicht denn sein. suchen? Wo, Nach wie der sieht? Zählernummer. Ja, aber wie sieht das denn aus? Hier stehen so viele Nummern drauf. Bitte? Okay, dann machen wir das so. Herr Mader, soll ich Sie nochmal morgen kontaktieren? Nee, ich fahre morgen in Urlaub. Wir müssen das schon fertig machen heute. Ich bin dann erstmal in Okay. Indonesien. Ich habe da eine Reise gewonnen. Herr Mader, Ja? also so ein Zählernummer gibt es nicht, dass Sie nochmal vielleicht nach Ja. dem Zählerkasten schauen. Auf dem Wo, Zählerkasten steht womit ja auch die fängt die Nummer Zählernummer. denn an? Hier auf dem Blatt stehen noch andere Nummern. Also mit 0 nicht. Oder Ja, mit X auch nicht. Mit 1 oder mit 2 oder mit 3, also mit irgendeiner Zahl, aber nicht mit 0. Oder mit X auch nicht. Ist das X-Chromosom, aber das hat damit ja. Ach, schau, ja, ich fürchte, ich habe wie sagt man, die Vertragsnummer mit der Zählernummer durcheinander gebracht. Können Sie War das der aufschreiben? Vertragskontonummer? Ja, ich bin da wohl doch durcheinander gekommen. Das ist ja Ach so, alles, da ist mal vor Kaffee diese drüber Nummer? gelaufen. Okay, vor diese Null stand da X. Ja, 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 ja. okay. Einen Moment mal Soll ich das bitte. andere dann vorlesen? Das war die Vertragsnummer, hatten Sie gesagt, Ja, ja? aber das ist ja für Sie dann unwichtig. Sie brauchen ja den Nein, Zählerstand, ne? nein, den Vertrags, den Vertragnummer wollten wir eigentlich auch haben, aber die Zählernummer auch. Bei der
Soll ich denn meinen Enkelsohn eben mal zum Zählerkasten schicken, dass der den Zählerstand aufschreibt? Nicht den Stand, den Zählernummer, nicht den Zählerstand. Ja, die habe ich. Ja, was ich hier brauche. Den Zählerstand habe ich hier stehen, aber die Nummer muss der ja abschreiben. Weil das bewegt sich ja immer. Genau, den Zählerstand brauchen wir ja nicht, den Zählernummer brauchen wir, Herr. Aber Sie müssen ja wissen, zu welchen Konditionen Sie das übernehmen, nicht, dass ich dann hinterher zu viel bezahle. Nein, ich habe ja für 2500 kW ausgerechnet. Ja, aber Sie müssen ja wissen, ab wann das gezählt wird, weil bei dem anderen zahle ich ja mehr. Da müssen wir ja schon eine korrekte Übergabe machen. Für ein Jahr ist das, für ein Jahr, 2500, haben Sie ja gesagt. Sie verbrauchen ja, in einem Jahr 2500, genau, für ein Jahr ist das 2500. Ja, aber die Stromuhr, Herr Mörder? Ja, das weiß ich ja nicht aus dem Kopf, aber die Stromuhr muss ja wissen, ab welchem Kilowattstand dann der günstigere Preis gilt. Das muss dem ja jemand sagen, dem kleinen Männchen da drin, dass das einstellt alles, ne? Herr Mörder, ich muss jetzt raus. Also wohin denn? Ich muss nochmal morgen anrufen. Ich muss Feierabend machen. Na, sag mal, der Kunde hat ja wo vor. In die 2 Minuten haben Sie jetzt auch noch Zeit, oder nicht? Bitte? Ich sag, die 2 Minuten haben Sie auch noch Zeit, oder? Herr Mörder, ich verpasse meinen Bus gleich. Ich muss raus. Ach so, ist das in Antalya mit Busverkehr? Wieso Antalya? Naja, das hört man ja aus, ne? Falscher Name, die gleiche bekannte diese Betrugsmasche wie seit 20 Jahren. Die sitzen ja entweder in Istanbul also, oder in Antalya. Das kennt man. Da ja, du bist live auf YouTube, Telefonbetrüger. Ha. Alter, mal wieder Stromanrufe 2023. Man glaubt's ja nicht.